Heute Nachmittag brach im belgischen Lanaken in einem Recyclinghof ein Großbrand aus. Das Feuer brach kurz vor 17 Uhr aus und wurde von einer enormen, weithin sichtbaren Rauchentwicklung begleitet. Schwarze Rauchwolken schwebten über einem großen Teil von Südlimburg. Die Feuerwehr rief in den sozialen Medien dazu auf, sich aus dem Rauch herauszuhalten, Fenster und Türen zu schließen und die Lüftung abzustellen. Messteams überwachten kontinuierlich, ob Schadstoffe freigesetzt wurden. Das Feuer wütete auf einer Fläche von 100 mal 100 Metern. Auf dem Areal werden Ballen mit PET-Flaschen gelagert. Feuerwehren aus Maastricht helfen bei der Brandbekämpfung. Insgesamt waren etwa 80 Mann damit beschäftigt, das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr versuchte, eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Aus dem Kanal wurden Rohre verlegt, um die Feuerwehrleute mit ausreichend Löschwasser zu versorgen. Dieser Brand wird die Feuerwehr wahrscheinlich noch die ganze Nacht beschäftigen. Selbst im Kreis Heinsberg, in Zelfkant und Gangerit wurden die Bewohner über Lina informiert, Fenster und Türen zu schließen.